Herzlich willkommen zurück bei Seasons After Fall. Ich spiele direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich glaube, das waren drei Parts, die wir bisher aufgenommen hatten und gestreamt hatten. Jetzt geht's weiter mit dem 2D-Action-Adventure. Und soweit ich mich erinnern kann, hatten wir schon drei Jahreszeiten freigeschaltet. Der Sommer fehlt noch. Und gucken wir einfach mal. Mich ein bisschen an die Spielmechanik wieder gewöhnen. Schon wieder ein bisschen, ein paar Tage her. Und was wir hier machen können. Ah, genau, da können wir doch den Schnee drauf fallen lassen. Aber können wir nur, wenn wir oben sind. Aber sind wir hier nicht sogar durchgebrochen? Der ein oder andere findige Zuschauer wird das wahrscheinlich schon bemerkt haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich lang muss, aber der Sprecher sagt ja dann schon immer, oder die Sprecherin, wenn ich falsch bin. Hier geht's schon mal nicht weiter. So open-world-mäßig ist das Spiel ja nicht, glücklicherweise. Ja, Framerate geht schon wieder so ein bisschen in Stocken. Das tut mir leid für alle, die zugucken. Aber beim letzten Mal wurde es ja dann auch wieder besser. Ja, wo geht's jetzt hier lang? Probieren wir wieder eine andere Jahreszeit. Gucken, ob wir jetzt was auslösen können. Nee, machen wir nicht. Also der Winter war es ja auch nicht. Bleibt noch der regenhafte oder regnerische Frühling. Na, spuckt ein bisschen Wasser? Nee. Ich wüsste nicht, wie ich das oben aktivieren kann. Guck ich doch nochmal hier lang. Ah, hier oben. Kann ich nicht drauf springen? Ich habe ja immer wieder solche Plattformen, die man runterlassen konnte. In Form von Wasserstrahlen meistens, die man dann senken konnte, wenn man eine Jahreszeit weitergewechselt hat. Und wenn man dann das Wasser wieder gefroren hat, dann hat man darauf stehen können, das ist hier nicht der Fall. Ach, das macht schon wieder Spaß. Ruckeliges Gameplay angucken und ein Typ, der sich nicht auskennt. Ja, können das nicht aktivieren. Eine gute Stelle, um Tipps im Chat zu posten. Okay, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir sind gut durch. Nice. Okay, mal gucken. Können wir das aktivieren? Vielleicht mit dem Sommer? Mit dem Sommer. Das ist natürlich der Herbst. Oder mit dem Frühling. Ne, die Ranke bewegt sich kein Millimeter. Ach, den muss ich vielleicht nochmal anwählen? Ne. Hier nochmal mitmachen, aber eigentlich ja nicht.
Bisschen Wasser drauf spritzen. Ah. Oh, nicht so. Cool, ein ganzer Baum. Und springt. Das mal vor, kleine Knospe. Nur noch eine Jahreszeit musst du zum Heiligtum bringen. Dann ändert sich unser Leben für immer. Wir waren ein großartiges Team. Ja, vor allem die ausführende Gewalt. Wir. Keine Mikroruckler immer wieder drin. Ist ja schade, nimmt so ein bisschen eine Flow raus, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ja, hier brauchen wir natürlich wieder Schnee. Das andere. Das Kältere. Achso, aktivieren natürlich. Ja, wie kommen wir hier hoch? Musik leider schon wieder vorüber. Das sind immer so kurze Sequenzen, wo dann Musik kommt. Geschmackssache. Komme ich nicht hoch. Also hier ist ein Knacks im Baumstamm. Den kann ich dann nur durchbrechen, wenn ich hier das aktiviere und dazu muss ich hier nach links und das geht nicht. Hier nochmal alles durch. Muss ich hier nur wieder bellen. Hilft nichts. Das sieht ja sehr löchrig aus, wie so ein schönes Stück Schweizer Käse, aber da komme ich nicht durch. Nicht durch. Gibt es hier einen anderen Weg noch? Aha, hallo. Brauchen natürlich einen neuen Baum. Was machst du denn? Lauf doch jetzt mal. Oder fliege. Ach, hier vielleicht. Ja, nicht ganz. Ja. Zack. Aber hier ist das der Baumstampf. Einfach da reinfliegen. Wenn er mal besseres Timing hätte. Ich weiß gar nicht, ob das hier gewollt ist. Weil eigentlich kommen wir auch über die anderen Bäume nach oben. Aber irgendwie brauchen wir den ja wohl. Mein Gott, immer dieses Springen funktioniert nicht so geil, wenn die Framerate gerade nicht so gut ist. Mag aber nicht. Ich weiß nicht, ob man den hier hoch befördern muss und dann hier rüber. Ob man den hier irgendwo einpflanzen kann. Ich würde jetzt aber nicht davon ausgehen eigentlich. Sieht nicht so aus im Schatten halt. Und mit Jump bringt mir auch wohl nichts. Nö, mit Erdschirm meine ich natürlich. Hier komme ich nicht weiter. Hier noch ein Geheimnis? Nö. Okay, jetzt vielleicht. Ach, so können wir den nach oben bringen. Ist ja nice. Bin zu schwer dafür.
Das hätte ich mir ja eigentlich denken können. Ach, die Lichtstimmung ist auch echt immer wieder schön. Nice. Jetzt immer schön weiter. Alter, die Geräusche, die der macht. Der hängt jetzt auch wie so ein Tannenzapfen nach unten. Im Herbst. Ja, jetzt muss ich noch hier hoch. Achso, nee, du musst einfach nur durchbrechen. Ja. Ich wollte ihn jetzt einpflanzen, damit ich hier hochkomme und das Ding aktiviere. Aber eigentlich muss ich ja nur nach unten schnell. Nice. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Für ihn anscheinend schon. Okay, können wir hier was machen? Ich habe das Gefühl, das ist die Jahreszeit, wo es am wenigsten ruckelt. Deswegen mache ich die immer mal wieder an. Laubwerk. Das ist der nächste Abschnitt. Der Hüter des Sommers ist irgendwo in diesem Stamm verborgen. Wir haben im Sommer oft miteinander gespielt. Letztendlich war es zu einfach. Ich wusste immer, wo er zu finden ist. Es ist ja auch alles sehr linear hier. Und nicht zu zögern, seine Sprösslinge aufzuwecken. Okay, die müssen wir jetzt hier sammeln. Oh. Schwebende Plattform. Das wollte ich nicht, weil ich mich mit dem rechten Stick mal umsehen, weil was gibt's denn hier unten? Okay, erstmal noch nichts. Aber hier können wir eventuell was wachsen lassen. Ja, vielleicht können wir das ja sogar schon machen. Ich glaube aber nicht. Brauchen wir das? Nein, doch. Doch, wir brauchen Wasser. Bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist oder ob das was Optionales ist. Hier können wir wieder einen Baum pflanzen wollen. Oder ob ich jetzt schon vorgreife. Es ist immer sehr schwierig, sich hier zurechtzufinden. Jetzt nochmal weiter. Okay, da kann man nicht hoch. Das ist Teil des Hintergrundes. Gut, und hier geht's wieder hoch. Na gut. Ah, okay. Dann können wir uns was wachsen lassen. Okay. Die haben wir auch gesammelt. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Wahrscheinlich sind es nur drei, die man sammeln muss. Oder? Nee, ich glaube, da brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr. Diesen Fireflies. Geht's auf jeden Fall nicht weiter. Hier geht's noch hoch. Schön, wie er sich dann auch festklammert an den Kanten. Ist ja nicht selbstverständlich bei der Art von Spielen. Aber schon ganz praktisch. Vor allem, nachdem er eh schon eine sehr nervöse Gangart hat, ist es ganz praktisch, wenn er sich dann an Vorsprüngen noch etwas festhält. Mal hier entlang, aber ich glaube, das ist schon zu weit. Gipfel, nee. Zurück ins Laubwerk. Für den Gipfel sind wir noch nicht bereit. Vielleicht hier einmal hoch. Komme ich denn da hoch? Ah, okay, das senkt sich. Hier oben sind doch bestimmt noch ein, zwei versteckt. Wieder schöne Lichtstimmung in den Hintergründen mit den Schatten da auch. Ah, okay, hier müssen wir jetzt wieder eine Tür öffnen. Mhm. Da haben wir aber nicht genug Fireflies. Also Glühwürmchen. Tja. Hier ist noch eins. Die fliegen jetzt nach oben.
so ein Türmechanismus? Die hängen einfach da unten ab. Okay, jetzt sind wir hier. Das ist der richtige Weg. Bin mir nicht sicher, ob es links nicht auch noch weitergeht. Ja, natürlich. Müssen wir wieder nach links. Das heißt wohl, wir haben alle. Okay. Nee, noch nicht. Sonst hätte er mich zurückgesetzt. Zack. Ja, Sprungfallen ist echt lange, manchmal ein bisschen schwierig. Das mit steter Erfahrung ist das ein bisschen schwierig. Okay, gibt's da links noch was? Nee. Oh, links wieder. Schön, dass man das wieder abbrechen kann, indem man nur kurz den linken Stick in eine Richtung bewegt. Ah, hier geht's weiter. Ah, da oben geht's auch noch weiter. Hier versteckt sich bestimmt auch wieder einer. Nee. Okay, hier hoch. Guck auch gleich mal in den Chat rein, ob sich da was tut. Verzeiht es mir, wenn ich noch nicht reingeguckt habe. Der Exos ist bestimmt da, würde ich mal davon ausgehen. Schöne Grüße. Jetzt, das sieht doch vollständig aus. Und nu? Kriegen wir die vierte Jahreszeit, oder? Oder was? Jetzt gehen wir nochmal nach unten, weil hier oben sind ja diese komischen, hier diese Gefäße für die Glühwürmchen. Ja, ich gehe mal rum. Ah, das ist ein bisschen unnötig hier, dass ich jetzt nochmal ganz runter muss, aber okay. Ich mach's einfach mal. Wenn ich den Weg finde. Passe? Ja, wahrscheinlich schon. Richtig sterben kann man ja nicht, wie man sieht. Okay, bist du der nächste Hüter oder was? Was für eine fette Fliege. Okay, und nun? Achso, das ist das nächste Element. Alles klar. Der will wohl, dass ich da hochgehe, aber wie komme ich denn da hoch? Keine Chance. Ach so, jetzt kann ich hier den Sommer aktivieren. Das ist also der Sommer. Sieht alles so ganz. Ist so ein saftiges Grün, richtig? Ja. Okay, was bauen wir denn hier? Gucken, was passiert. Ah, okay, genau. Alles klar, jetzt kommen wir da hoch. Ich verstehe. Also mit doppelten Bällen kann ich dann immer, wenn ich hier so ein Element habe und in der Nähe bin, in die Jahreszeit, die ich jetzt gerade freischalte, wechseln. In dem Fall der Sommer. Das ist es! Du hast das letzte Fragment. Das heißt, dass wir endlich mit dem Ritual beginnen können. Iva. Oh, schnell! Lauf, lauf! Oh, ich kann es kaum erwarten. Die, ich sag's doch schon seit Anfang an, die hat doch irgendwo so ein Schilde für die.
Sobald wir dieses Ritual aktivieren, da wird sie wahrscheinlich die ganze Welt in Finsternis verwandeln oder was weiß ich. Sieht diese Sphäre so ein bisschen aus wie in Everybody's Gone to the Rapture. Dieses Licht, das man da verfolgt. Und macht auch diese gleichen Schallwellen. Bisschen unheimlich. Ach, schwimmen wir mal. Warum nicht? Weil wir dann wahrscheinlich hier am Ufer nicht mehr hochkommen. Tja. Dann lassen wir es doch einfach gefriert. Ah, ist auch schön, wie man hier so... Ich zeig's nochmal. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Naja. Wie man so ein bisschen noch rutscht. Hier haben wir es gesehen. Das sind ganz nette kleine Animationen immer wieder. Jetzt muss ich doch wieder den Frühling aktivieren. Damit hier Wasser dann spritzt. Wie habe ich das gemacht? Aha, das einmal. Und das. Dann füllt sie es mit Wasser. Oh, okay, oder so. Und jetzt hier durch. Yeah. Springen kann er leider nicht. Muss ich wieder gefrieren lassen. Nee, andersrum. Weißt du, kleine Knospe, du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ähnlicher, als du dir vorstellen kannst. Aha, nicht jeder kann am Ritual der Jahreszeiten teilnehmen. Das ist doch sehr kindgerecht. Also eigentlich könnte jetzt gar kein böser Twist kommen. Aber ich bin mir sicher, nachdem das Spiel nicht alle Kinder durchspielen werden, dass dann noch so ein Twist kommt. Muss ich den da hoch wahrscheinlich schon. Aber ich wollte in den Chat reingucken. Kann man ja am Ende der nächsten Folge hier auch mal machen. Die Vorschau sollte ich mal ausmachen vom Stream, weil dann ruckelt es vielleicht auch weniger. Und im Chat ist leider gerade noch nichts los, soweit ich sehen kann. Ja. Okay, also hier könnte ich gleich mit dem Sommer was machen. Das aktivieren. War nicht so schnell. Ah, oh. Classical me. Beeil dich und komm zurück. Okay, haben wir es jetzt? Das war's übrigens hier mit dem vierten Teil von Seasons After Fall. Es gibt dann noch einen fünften natürlich und da spielen wir dann weiter im Heiligtum. Und jetzt machen wir weiter mit dem Heiligtum. Im fünften Teil von Seasons After Fall. Wir haben den Sommer akquiriert oder sind gerade dabei. Alter, geh doch da runter. Und dann performen wir dieses mystische, sagenumwobene Ritual. Okay, die Ranken sagen uns schon wieder, Deadly Premonition-Style-mäßig, jetzt geht's wieder zur nächsten Verwandlung. Und vielleicht wird der arme Fuchs endlich mal erlöst. Alles ist für das Ritual bereit. Nur du fehlst noch, kleine Knospe. Verbracht.
Scheiß drum. Wenn er nicht gehen will, ist das sein Problem. Wir haben keine Zeit mehr für Ablenkungen. Solange die Fragmente vereint sind, sollte es funktionieren. Also, fühlst du einen Unterschied? Hat sich etwas geändert? Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich noch hier eingeschlossen? Oh, ich muss irgendwo einen Fehler begangen haben. Es liegt an diesem Fuchs, da bin ich mir sicher. Oder vielleicht liegt es auch an dir. Oh, ich hätte es wissen müssen. Du steckst mit den Hütern unter einer Decke, was? Sie dürfen mich also im Stich lassen, aber wenn ich beschließe zu gehen, haben Sie was dagegen? Mir doch egal. Ich werde es bald mit einem neuen Ritual versuchen, und zwar in besserer Gesellschaft. Verschwinde, kleine Knospe, oder wer auch immer du bist. Na los, geh schon. Du hast mir nicht im Geringsten geholfen, sondern nur meine Zeit verschwendet. Okay, wir sind ein Geisterfuchs. Da habe ich nicht gesagt, dass der Twist irgendwann kommt. Jetzt sind natürlich böse, wenn wir sie nicht befreien können. Wäre ein bisschen dumm, wenn das Spiel jetzt vorbei wäre, jetzt wo wir alle 4 Fähigkeiten freigeschaltet haben. Also, sehe ich das jetzt richtig? Wir haben den Fuchs umgebracht und sind jetzt einen Geisterfuchs. Jetzt geht's auch so ein bisschen anders an. Aber Fuchs. Aber das macht's jetzt noch ein bisschen stimmiger, muss ich sagen. Na gut. Wo wir jetzt wirklich lang müssen, was unser nächstes Ziel ist, wissen wir jetzt halt nicht genau. Jetzt, wo die Sprecherin auch komplett weg ist und sich von uns abgewandt hat. Ich gucke einfach mal ein bisschen rum. Kann sein, dass ich komplett falsch laufe hier. Ich weiß nicht, ob das Spiel es einem sagt. Oh, es scheint richtig gewesen zu sein. Als hätte ich eine Ewigkeit geschlafen. Aber dieser Geruch. Wer hat ein Tier in unseren Wald gelassen? Ein Fuchs? Ja, ich erinnere mich an einen Fuchs. Was könnte ein Fuchs hier wollen? Die kann es stehen. Ist ziemlich gefährlich für ein Tier wie ihn, in diesen Wald zu kommen.
und er wird es nicht leicht haben, hier etwas Essbares zu finden. Also ganz schön, dass jetzt auch nochmal die einzelnen Figuren eine Stimme und eine Personalität verleiht bekommen. Aber so richtig hat uns der Bär jetzt auch nicht weitergeholfen. Außer, dass wir jetzt wissen, dass unser Geisterfuchs wohl verhungern wird. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal alle Hüte abklappern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wo die waren. Muss ich jetzt noch links weiter? Ich glaube, da ging es nicht wirklich weiter. Okay, hier waren wir vorhin schon. Ist natürlich ein bisschen einfach vom Entwickler her, dass sie hier dieses Backtracking dann machen. Andererseits macht es ja auch Spaß, jetzt ein bisschen experimentieren zu können mit den Jahreszeiten. Was passiert jetzt? Okay. Na gut, das ist wohl ein Tipp. Ein sehr auffälliger Tipp. Aber hier müssen wir wohl lang. Ah, ist sofort runtergefallen. Perfekt gemacht. Wo ging es da jetzt hoch? Hier. Gucken wir doch mal ein bisschen Sommer, wenn wir es schon gerade freigeschaltet haben. Das ist auch ganz hübsch. Okay. Ach, da kann man einfach rein. Natürlich, wir sehen hier Geister und das ist eine Geisterachterbahn. Das ist schon ein netter Kniff. Hey du, der du hier überall herumläufst und hüpfst. Ja, du. Wer bist du? Eine Knospe? Du? Dass ich nicht lache. Wer hat dir die Idee in den Kopf gesetzt? Selbst wenn du so aussiehst, ein Fuchs bist du jedenfalls nicht. Warte mal. Ich kenne eine Knospe, ja. Aber ich spüre ihre Präsenz nicht. Irgendetwas stimmt nicht in diesem Wald. Wieso sind die anderen Hüter eingeschlafen? Du scheinst darüber mehr zu wissen als ich, Fuchs. Wenn du so schlau bist, wie du aussiehst, dann hilf mir doch, das alles zu verstehen. Also netter Story-Kniff. Und da ist das Backtracking jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm. Vielleicht bist du schon an einem dieser riesigen Steine vorbeigekommen, die über den ganzen Wald verstreut sind. Wenn du mir helfen willst, so begib dich zu einem von ihnen. Ich werde dir anschließend erklären, wie du dich nützlich machen kannst. Na gut, dann würde er uns auch noch bei der Hausarbeit wahrscheinlich einsetzen, bei sich zu Hause, in seinem Geisterhaus, in seinem Geisterspukschloss. Aber jetzt müssen wir erstmal die anderen Hüter abklappern. Und diese mysteriösen Steine finden. Habe ich ehrlich gesagt, sind mir sie zumindest noch nicht aufgefallen. Vielleicht hier weiter. Mit der Nase nach funktioniert bei dem Spiel ganz gut. Nee, das wollte ich nicht. Mit der Schnauze nach. Hier war ja jetzt eigentlich gar keiner mehr, oder? Also nur noch diese Fliege. Diese fette. Vielleicht müssen wir hier auch. Okay. What the fuck? Was machen wir mit der?
wie es auch über mehrere Bildschirme geht. Okay. Boah, ich will doch da runter. Ich will doch dem folgen. Nee, nicht weg. Okay, egal. Aber was geht hier nur vor? Aber ich... Wer hat das getan? Die Steine des Windes wurden mit Siegeln versehen. Wir müssen die Siegel unbedingt brechen, denn sie halten die Winde gefangen. Ich würde es gerne selbst tun, aber ich bin noch zu schwach. Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Scirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Zikaden hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Wer weiß das? Wie wisst ihr das? Aber mal der... Wo die uns hinführen. Kommt die nächste Geisterachterbahn? Ist klar. Ah, es sind schon echt ganz hübsche visuelle Effekte hier noch mal drin. Und dann hoch, oder was? Wahrscheinlich. Das scheint richtig zu sein. Schön, dass die da auch noch so ein bisschen warten. Und man hier ja nicht einfach durchrushen kann. Irgendwo jetzt, ne? Da links. Oh, gerade so. Jetzt. Ja, okay, hätte ich mir auch sparen können, oder? Das ist der nächste Shotgun. Und jetzt überspringen, das nervt mich so ein bisschen. Ob ich richtig bin. Die verfolgen mich ja bloß, also weisen die mir den Weg überhaupt? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Sollte doch denen hinterher. Okay, jetzt ist sie komplett weg. Machen wir hier runter. Ah, ist doch ein bisschen viel Backtracking gerade. Aber vielleicht auch nur, weil ich mich jetzt gerade nicht auskenne. Auch nicht zurück, weil es so weit oben ist. Oder? Das gibt's ja nicht. Truch. Also eine Achterbahn geht halt bloß in eine Richtung. Dann also hier oder nach rechts. Hier ist auch dieser doofe Stein. Und da hat er gesagt, ich soll den zirpenden Idioten vom Stockwerk weiter unten zuhören und deren Verhalten beobachten. What the fuck? Aber das scheint ja nicht allzu falsch zu sein, wenn es hier weitergeht. Lass ich mal alles einfach links liegen. Ah, und hier geht's wieder zurück.
Das war falsch. Ja, vielleicht muss ich hier auch gar nicht unterwegs sein, aber ich will ja die Siegel brechen, die speziell an diesem Ort. Muss ich hier was? Das hängt bestimmt mit dem zusammen. Ach, ich muss erst die holen quasi und dann die hier reinsetzen wahrscheinlich. So weit habe ich nicht gedacht gehabt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo sich diese ganzen Glühwürmchen befinden gerade. Nervig. Ah, muss ich wieder zurück. Geht natürlich nicht. Oh Gott, ey. Das Level-Design hat so ein bisschen seine Tücken, die man mit einer Karte erheblich ausmerzen hätte können. Die Musik auch ist plötzlich so ganz düster und dann wieder so ganz fröhlich. Okay, ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Muss ich die doch hier wieder einsammeln, oder? Da sind sie. Wieder so aktivieren, dass sie rumschwören. Geht nicht. Der schläft doch auch, den muss man doch aufwecken. Okay, sie gehen links wo wir hin jetzt. Doch, wir folgen mir. Aber sie weisen mir nicht eine Richtung. Ja. Gehen hin, wo ich hingehe, das ist doch kacke. Ich muss mir hier dieses. Ah, man muss sie beobachten, hat er doch gemeint gehabt. Haben wir hier quasi zwei Kreise oder zwei Rauten an den Flügeln. Und dann geht das Ganze über Kreuz oben. Okay. Vielleicht muss man die so anordnen. Ich habe keine Ahnung. Schätze mal, dass man jetzt hier wieder runter muss. Hier zu diesen Gefäßen muss. Wo sind die? Ich glaube hier rechts davon. Aber nee, es war noch ein Stockwerk drunter oder drüber? Ich weiß es nicht. Da noch diese schwarzen Gefäße. Hier sind sie nicht, hier ist der Stein. Hier was. Na gut. Jetzt ist die Frage, welche wir aktivieren müssen. In welcher Reihenfolge? Ich probiere einfach mal. Ich weiß es nämlich jetzt nicht so ganz. Ich will erstmal mit dem hier anfangen. Zack, dann dürfte er rein verschwinden. Oh Mann, ey, dieses Sprungverhalten. Nicht hundertprozentig geil. Einfach mal hier diesen Wandmalereien zu folgen. Will ich jetzt hier weitermachen. Zack. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das kann man ja später noch probieren. Einmal hier. Mal den Kreis machen. Nicht ganz geschafft.
Flugverkehr oder was? Richtig? Nee. Und so viele. Okay. Also einen Flügel, den rechten habe ich schon mal korrekt abgebildet. Ich glaube, der linke geht ein bisschen anders. Ich muss jetzt hier anfangen. Zum Kotzen, ey, die Steuerung.